man gibt so ein Stück von sich und das bestärkt einen eigentlich. Also es ist was Schönes. Hey, ich bin Theresa und das hier ist meine Story. Ich habe mich im Januar 2017 registriert. Ich habe eigentlich niemanden in meinem Bekanntenkreis gehabt, der erkrankt war, sondern ich habe es eigentlich aus meinem eigenen Interesse getan. Ich habe mich online bei der DKMS registriert, auf der Homepage, habe dann einfach nur meine persönlichen Daten eintragen müssen. Mir wurde das dann zugeschickt. Dann hatte ich einfach nur eine Probe von meiner Wange nehmen müssen, einen Abstrich, und habe den dann auch wieder zurückgeschickt. Das war eigentlich alles ganz schnell und einfach vonstatten gegangen. Ich mache erstmal eine Ausbildung zur Erzieherin und studiere noch Sozialpädagogik und Management. In meiner Freizeit mache ich eigentlich super, super gerne Sport, verbringe super gerne viel Zeit mit meiner Familie, mit meinem Freund, mit meinem Hund natürlich. Gehe, wenn es klappt, viel raus in der Natur, bin so ein Naturmensch und ja, fühle mich da in dessen Gegenwart einfach super wohl. Zwischen meiner Registrierung und dem ersten Anruf sozusagen von der DKMS sind eigentlich nur 8 Monate vergangen. Also es war eine schöne Überraschung auf jeden Fall. Als die DKMS mich das erste Mal angerufen hatte, das war eigentlich, ich würde echt sagen, der emotionalste Moment der ganzen Situation, des ganzen Ablaufs. Einfach weil, ja, man weiß, okay, die rufen jetzt nicht aus Scherz an, sondern da ist was Ernsthaftes dahinter. Es ist sehr, sehr viel Freude, die einen dabei begleitet. Natürlich auch ein Stück weit Ungewissheit, weil ja, man war noch nie in so einer Situation. Ein Moment des Zweifels bestand bei mir nie. Also ich habe mir von vornherein gedacht, wenn ich das mache, dann voll. Und dann ging es eigentlich schon recht schnell. Ich glaube, nach 3 Wochen hatte ich schon meine Voruntersuchung in Köln. Und ja, da wurde ich halt grundlegend untersucht, also ob es mir gut geht. Da wurde abgehört, aufgeklärt nochmal von der Ärztin, mir das mit den Spritzen vor der Spende erklärt. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Und wiederum 3 Wochen später, meine ich, war dann schon die Spende. Ich wurde dann auf eine Liege gelegt, mir wurde dann alles kleinschrittig nochmal erklärt. Es kam auch regelmäßig, eine Ärztin hat geschaut. Ich habe dann in beiden Armen eine Nadel reinbekommen. Das lief eigentlich wie bei einer Blutwäsche ab. Also die Stammzellen wurden sozusagen rausgefiltert. Während diesen 5 Stunden, die ich gespendet habe, musste ich ständig pumpen, konnte mir aber auch währenddessen DVDs anschauen, essen, was trinken. Also ich habe mich weder vor der Spende anders gefühlt, noch nach der Spende vom Körperlichen her. Egal, wer mich begleitet hat auf diesem Weg, und das sind schon viele Leute, es ist so, dass wirklich jeder immer da mit vollem Herzen dabei war. Und das finde ich, das ist mir noch nie woanders bei irgendeiner anderen Behandlung aufgefallen. Die Vorstellung, wem ich da was spenden könnte, kam eigentlich schon direkt, als ich gesagt bekommen habe, wie alt und wer diese Person ist. Ich habe damals für eine 43-jährige Frau aus den Niederlanden gespendet. Als ich so hörte, ja, so eine junge Frau, da dachte ich direkt, oh, die hat bestimmt Familie. Also das war so mein erster Gedanke. Ich mir dachte, mein Gott, das ist natürlich was unheimlich Schönes, wenn du vielleicht Kindern ermöglicht hast, dass die Mama noch länger da ist. Wir haben auch noch ab und zu anonymen Briefkontakt. Jedoch sind halt in jedem Land andere Voraussetzungen gegeben. Und die Niederlande sagt halt, dass sie erstmal keinen näheren Kontakt erlauben möchten. Dementsprechend läuft halt alles anonym über die DKMS ab. Der Hauptgrund, weshalb man sich registrieren sollte, ist einfach, weil man natürlich erstmal anderen Menschen hilft. Man rettet ihnen sozusagen ja das Leben, man rettet ihn aus einer schlechten Situation heraus. Das ist eigentlich ganz einfach. Dann natürlich auch, dass man irgendwann selbst in die Rolle kommen könnte, fallen könnte, dass man auf eine Spende angewiesen ist. Das sagt ja keiner jemanden, dass du ein Leben lang gesund bist. Also da besteht ja immer die Gefahr. Und auch, ja, dass man manchmal das eigene Wohl über dem des anderen stellt, man diese Angst vielleicht ein bisschen runterschrauben kann. Man muss sich halt nur drauf einlassen.
Das hier war meine Story. Wenn ihr mehr Geschichten sehen wollt, dann klickt am besten hier. Wollt ihr aber selbst Geschichte schreiben, dann klickt hier, um euch bei der DKMS zu registrieren.